Attack on Titan wollte ich sagen. So, beim letzten Mal waren wir hier in Armatron. Und wollten eine Puppe eintauschen. Also, wenn wir uns richtig erinnern. Oh, und ich muss die Kategorie ändern. Wo ist eigentlich Bahamut gerade? Hat wohl auch Dinge zu tun. Chantelle planschen. Na, wenn alles klappt, gehen wir heute planschen. Ich weiß noch. Wieso immer da spielst du die coole Intro-Musik? Ja, sie war im ersten Stream. So. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben vom letzten Mal noch die sogenannte Sabber-perfekte Puppe. Die Kleidung dieser Puppe deutet darauf hin, dass sie aus Armatown stammt. Okay, wie kann sie das so einfach feststellen? Wer wollte hier nochmal eine Sabber-perfekte Puppe? Du hast meine Puppe, kann ich sie haben? Gerne. Das ist nicht meine Shop für männliche Puppe. Ja, ist okay. Du bist die mit der Sabber-Puppe, richtig? Eine Puppe. Ja, du wolltest die Sabber-Puppe. Mal schauen wir sie uns an. Das ist die Sabber-perfekte Puppe. Die ist sogar noch nass. Ich bin ein Tiefschläfer, okay? Hier. Ich habe diese Muskelmann-Spielzeug vorhin gefunden. Das ist Branson. Dieser Branson, ich kenne ihn. Eine Actionfigur aus Soup of the Obsequent Lands, berühmtesten Superhelden Branson basiert. Shoutout an Pirates Curse, wo Branson zum ersten Mal auftaucht. Das ist meine Branson-Puppe, kann ich sie haben? Ja. Cool, Branson ist zurück, Baby. Hier, irgendwie habe ich dieses doofe Teil bekommen. Das ist eine männliche Puppe. Sieht eher für mich aus wie ein Zombie. Du warst die männliche Puppe, richtig? Oh, kann ich diese Puppe haben? Oh, vielen Dank. Das ist meine schroffe männliche Puppe. Zuerst Schmetterlingsküsse. So, was ist Mr. Buttons? Ja, geht es Tim gut? Oh, ich hab dich so vermisst. Ihm geht's gut. Hier ist was für dich. Und das ist die gruselige Puppe. Ach, jetzt habe ich die Beschreibung von der gruseligen und der Dings von der männlichen Puppe nicht gelesen. Bring diese gruselige Puppe zur Geisterältesten zurück. Okay, das heißt, wir können uns jetzt auf die Main Quest machen. Aber die Frage ist, habe ich noch überflüssige Karten? Tatsächlich habe ich keine überflüssigen Karten. Schade. Dementsprechend noch kein Geld für mich, aber wir gehen noch einmal kurz ins Spa. Wo ist denn hier das Spa hin? Oder gibt es hier kein Spa, weil ihr so schroff seid? Natürlich gibt es hier ein Spa. Sehr schön, sieht einfach männlich. Männlich! So, der Beamraum sollte hier auch in der Nähe sein. Müsste das nicht sogar hier unten gewesen sein? Zack. Naja, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt schon weiter will. Ist hier nicht ein Speicherpunkt in der Nähe? Oh, was ist das? Hast du meine gruselige Puppe? Ja, bitte. Oh, ich sehe, dass die Halbjin-Tochter in die Fußschatten ihrer Djinn-Mutter tritt. Aber als die Djinns weggingen, hatte ich große Angst um diese Welt. Aber jetzt, wo ich dich getroffen habe, jetzt, ich verstehe. Ich könnte die Halbjins dieses. Gott. Vielleicht können die Halbjins dieses blöde Blatt eines Tages wenden. Mann, ist das blöd. Warum sind die verschwunden? Ich kann es nicht fassen. Hinter der Tür liegt der große Heizungsraum. Er ist das Versteck einer wahrhaft abscheulichen Sirene, die in der Dunkelheit lauert. Sie hat mein Schiff versenkt. Hat meine Crew gefressen. Ich konnte nur zuschauen, hilflos und ohne Form. Du musst all deinen Mut aufbringen, denn im Versteck der Sirene spukt es. Sei mutig, komm lebend zurück. Lebendig ist besser. Oh, hier ist tatsächlich schon der Dungeon. Ich fasse es nicht. Das ist immer krass, wenn wir ins Spiel anfangen und dann sofort einfach der Dungeon kommt. Das heißt aber auch, wir kriegen jetzt relativ schnell den Speicherpunkt. Ganz ohne Pullover. Oh. Dafür ist es sehr dunkel hier.
Oh, es gibt Zombie. Oh, es gibt neue Monsterkarten. Vielleicht kriegen wir eine Monsterkarte. Kommt schon, Monsterkarte. Passiert eigentlich, wenn ich... Ah, Gott, was passiert eigentlich, wenn ich... Heilung mache, auch Zombies. Sie sterben! Zack, weg mit euch. Einzig blöd ist, wir haben jetzt kein Dings, richtig? Wir haben nur 9 Nuggets, okay. Dafür haben wir diese lustigen Teile und da können wir Elektrizifizierung einsetzen. Endlich die Skelett-Ritter-Monster-Karte. Was kann die denn? Oder haben wir nicht genug? Wo ist die denn? Ah, da unten. Aufeinander Schildkröten vor weniger Zeit. Sehr gut. Dafür hat sich gelohnt. Wir wollten 10 Nuggets zum einen Typen bringen. Kriegen wir schon wieder mehr Monsterkarten, als wir eigentlich brauchen. Finde ich gut. Hier kann ich das Wasser entgiften. Kriege ich dann auch einen Heilungseffekt? Nee. Aber noch bringt uns das nicht, weil wir ja noch über Wasser treiben. Ah, es war das Rätsel. Wir müssen uns dieses Rätsel merken. Klaue, Schädel, Schädel, Schädel. Wobei ich glaube, hier ist nicht der richtige Raum, sondern in dem anderen erst. Und Speicherraum. Sehr gut. Jetzt habe ich auch keine Angst mehr um diese dumme Zeitquest. Ja, doppelt hält besser. Wir könnten gucken, ob wir die Monsterkarte von der kriegen. Lappen- und Knochenmonsterkarte. Let's go. Da brauche ich mehrere davon. Auffrischungstanzschild. Mehr leere Herzen her. Let's go. Würde ich mal sagen. Wir kriegen immer bessere Monsterkarten. Kriegen wir von dir auch eine Monsterkarte? Komm schon. Monsterkarte, Monsterkarte, Monsterkarte. Oh, schade. Ein Nugget. Ach, den finden wir noch. Sie sollte mich nur daran erinnern, dass ich zu Veras Vater gehe. Weil ich bin der Meinung, dass die mir die dass er mir die Korallensirene gibt. Es kann aber auch sein, dass er mir die... Oh Gott, nicht diese Blöcke. Es kann auch sein, dass er mir die... Also, dass er mir was anderes gibt. Oh, das ist ein sehr schweres Rätsel. Also, es ist nicht schwer, aber da... hier ist die Ausführung Key. Zack, zack. Zack, 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 zack und Sprung. Weil hier überall diese blöden Dinger sind. Du stirbst hier so schnell. Zack, zack. No, eben, das ist was ich meine. Zack, 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 zack. Vorsichtig runter. Und einfach mal hier hin für den Checkpoint. Für den Fall, dass ich in die Stacheln nochmal falle. Okay, das ist nur der Rückweg. Ich muss niesen. Ich muss niesen. Hier gibt es wieder eine Menge Geld, aber auch Plattform, okay. Gerade noch so den Herztintenfisch bekommen. Den süßen kleinen Topi-Wopi. Ja, ein süßer kleiner Fratz. Ich find's immer so traurig, dass ich die zermatschen muss. Das macht mich traurig. Hoch mit dir. Puff. Geist! Aua, ich hab keine Magie. Verdammt! Oh Gott, ich bin gleich tot! Geist! Herzen! Krank! Okay. Krank muss sein. Kein besserer Zeitpunkt für einen Supertrank. Passiert, wenn ich dich belebe? Ha. Oh mein Gott, ich liebe es, wenn Spiele das machen, dass du einfach mit einem Belebung-Zauber Gegner instant töten kannst, die untot sind. Also eigentlich tötest du sie nicht. Sie haben quasi minus HP und du setzt sie einfach auf 0. Und nur auf 0 sterben sie. Na, shit. Ha. Nimm das! Oha, das ist ein Geheimnis.
Wir haben hier zum Mini-Boss am Start. Hä, wo ist sie hin? Das meine ich, irgendwann kannst du bei Chantel halt so ausrasten mit dem Damage, das ist so gut. Und mehr Magic für mich, sehr gut. Kann ich euch nicht einfach so töten? Oh! Oh! Lustig. So, also die Klaue und dann drei Schädel. Was war vor der Klaue? Dann muss ich irgendwas mit denen machen. Ich weiß nicht mehr genau, was es mit diesen Schaltern auf sich hat. Ah, hier sehe ich die Reihenfolge. Und ich habe keine Magie, lol. Zeig mir alles. Klaue, Feuer, Klaue, Auge. Klaue. Feuer. Auge. Muss ich mir jetzt die komplette Kombination für den ganzen Dungeon merken? Weil ganz am Anfang war ja auch noch so ein Raum. Klaue, Feuer, Klaue, Auge. Oder ist einfach ein anderer Raum in der Nähe? Es kann auch sein, dass einfach nur der Raum darunter das Rätsel enthält. Aber wir dürfen wieder drillen. Schädel, Fußball. Links oder rechts? Ist auf der rechten Seite. Ist das ein Rückweg? Sieht eher nach einem Rückweg aus. Deshalb eher nach links. Aber bevor der Badespaß beginnen kann. Oh, richtig, ich vergaß. Chantel kann ja gar nicht tauchen. Wie dumm von mir. Es kann sogar sein, dass jetzt einfach das Rätsels Lösung ist, dass wir zum Anfang zurückgehen und eingeben Klaue. Klaue. Klaue Feuer, Klaue Auge. War das richtig? Hier kann man auf jeden Fall nochmal buddeln. Buddeln, buddeln, buddeln. Gib mir den Herztintenfisch. Aber was ist da drunter? Brrrr. Ist hier noch mehr versteckt? Oder mehr Schädel? Ist hier vielleicht sogar der Boss schon? Hier sind die Teile. Die kann man, glaube ich, übrigens kaputt machen. Und zwar so. Und das Lustige ist, die haben auch eine Monsterkarte. Wollte ich nur mal anmerken. Also die können auch eine Monsterkarte droppen. Puff, puff. Zack, Drachenkopf-Monsterkarte. Was bringt die? Verursacht mehr Schaden bei Feinden mit supermächtigen Schildgrößenstampfern. Okay. Und hier ist der Speicherpunkt. Das heißt, eventuell treten wir gleich so Risky gegenüber. Das heißt, ich habe in diesem Dungeon sehr viel weniger Zeit verbracht als im ersten. Keine Bewegung. Risky Boots. Also, du hast gesagt, du bist hergekommen, um die Stadt zu stehlen. Was bedeutet das? Meine Pläne werden verschoben. Ich warne dich. Halte dich da raus. Niemals. Dann lässt du mir keine Wahl. Schade eigentlich, dass die immer der Miniboss ist. Ja, gib einfach so.
Puff, puff. Mehr Magic. Ey! Die ganzen einzelnen Zahlen sind so gut. Charge. Charge. Manchmal lohnt es sich dann doch einfach zu tanken. Mit Krabbel. Wie hält sie denn noch aus? Ich frag mich, wie viel HP sie hat. So, die geben mir ein bisschen Leben. Hoffe ich doch. Gott, die haben noch ein Leben. Ich will keinen Autotrank benutzen. Das ist der normale Lebenstrank, ja. Ja, okay, immerhin. Risky, hör auf damit! Sie sagt einfach nichts. Aber ihr wisst, wie das abläuft in den Dungeons. Hey, guck mal, wer da ist. Es ist... gutes Wasser. Harmony! Shantae. Gott sei Dank, es geht dir gut. Ich hol dich da raus. Wo bin ich? Die anderen. Hast du sie gefunden? Plink, Vera und Zephyr sind in Sicherheit. Ich muss nur noch Erfinde selbst etwas finden. Erfinde selbst etwas? Der Zombie-Halbjinn. Oh, sie sagte, ihr Name sei Ich Bin. Ich bin ein gutes Mädchen. Was? Sie ist kein Halbjinn. Das war mir von Anfang an klar. Aber sie hat offenbar eine Freundin gebraucht, also habe ich mitgespielt. Oh nein, lügen? Nach Aufmerksamkeit lechzen? Ärger machen. Cosplay. Zombie? Das Mädchen ist Rotty Tops! Du kennst sie? Oh, vergib mir. Ich hätte etwas sagen sollen. Jetzt ist sie wegen mir in diesen Wahnsinn verwickelt. Rotty Tops ist meine Freundin. Ich muss sie zurückholen. Das wirst du. Hiermit. See. Frosch. Eine Fusionsmünze? Sie trägt das Zeichen eines Seefrosches. Ein Seefrosch? Seefrösche sind seltene Wesen, die diese Insel bewohnen. Sie können mit superschneller Geschwindigkeit durch Salzwasser schwimmen. Mit Hilfe seiner Fähigkeit kannst du möglicherweise die Quelle des Bösen an diesem Ort lokalisieren. Wenn du dich in tiefem Wasser befindest, drücke einfach runter, um zu schwimmen. Und wenn du langsamer werden willst, halte Y. Ja, Seefrosch. 50% See, 50% Speed. Wieso halten die mehr aus, als sie sollten? Gib mir den Apparat. Du solltest auch danach greifen, aber ist auch okay. Swim, 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 klatsch. Nein! Wie es nicht schafft, mich an dem Seil festzuhalten. Frog Fusion! Geht doch. Was denn? Okay. Swim, 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 swim. Oh mein Gott, wie siehst du dich bewegt? Swim, 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 swim. Oh. Swim, 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 swim. Swim, 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 swim. Alle guten Dinge sind 4325. Swim, 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 swim. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen und abwärts. Oh ja, da war ja was. 3, 2, 1. Oh Gott! Sea Frog. Sea Frog. Das war scheiße knapp. Zack, zack, zack. Tack, tack, fuck wohl eher.
Ich sag doch, da war irgendwas mit dieser Stelle. Ach mein, jetzt reicht's aber hier. Jetzt benimm dich, Spiel. Gehorche. Okay, so macht man das. Und es ist noch nicht vorbei! Oh Junge! Dumme Frage. Oh Gott, ich will da nicht gegenspringen! Nicht springen, dann ändert sich hier nichts. Muss ich machen, was ich denke. Okay. Immerhin ist das Schlimmste jetzt überstanden. Fisch, 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 Fisch. No, no, no! Fuck, Mine, Mann. Gott, weg hier. Swim, 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 swim! Puh, Mann. Und Magic. Erstmal ein bisschen Heilung. Ich will den Frosch auch behalten, okay? Es hört einfach nicht auf hier. Oh! Eins, zwei, drei, zuschlagen. Ja, wie wär's mit nein? Wollt ihr mich verarschen gerade? Es lohnt sich ja nicht mal die Pause da zu machen. Ja, wie wär's mit erstmal kurz hier einen Checkpoint machen? Okay, dann erstmal so, warte. Stern! Weg mit euch! Hauptsächlich den Elend-Monster-Quader haben wir erhalten. Skelett-Ritter. Kann ich jetzt bitte deine Monster-Quader haben? Das wäre sehr cool. Nein, schade. Hab auch keine Supertränke mehr. Kann man sich die Pokeschale sein, die wenigstens maler. Hey, wo kommst du denn her? Herztintenfischi! Hahaha, ich werde da ganz bestimmt nicht zurückgehen. Die geben wohl nicht so gerne ihre Monsterkarte. Wir haben einfach alle drei Tintenfische ohne Probleme gefunden. Und wisst ihr, wie viel Zeug uns sich jetzt eröffnet, weil wir jetzt schwimmen können? Man könnte auch sagen, das Spiel hat zu viel Wasser. Ich hab's einfach kommen sehen. Wow, wow, wow. So, hier vorbei. Hier vorbei. Mann, warum ist der... Warum? Immer wenn es zu spät ist, merke ich. Genau, halt die Luft an. Das ist der dritte Raum, in dem diese Mist abgezogen wird.
Was mache ich hier? Und vor allem, ich kann auch wenden. Nein, wenn es nicht so Insta-Death wäre, kann ich jetzt hier endlich raus. Checkpoint. Vor allem, das ist der Raum vom Anfang. Und das ist vor allem der Raum. So, Klaue. Feuer. Klaue. Auge. Ja, ist doch richtig. Wo ist das Problem? Dankeschön. Erstmal speichern hier. Und wie wir wissen, doppelt hält besser. Ah, okay, aber hier rechts davon, links davon können wir tauchen. Oh, es ist Pac-Man. Außerdem kriege ich kein Geld dafür. Seltsamer Raum, aber ich akzeptiere es. Ah, es ist wie so, es ist wie Klugloland, so fühlt sich das an. Nur mit besserer Steuerung. Oh mein Gott, noch nicht getroffen. Bam! Wie lange noch? Pac-Man ohne Geister, aber da sind die Geister. Zack, wir sind wieder in der Einbahnstraße drin. Der Turtles-Stampfer muss es sein. Ah, hier kriege ich das neue Rätsel. Okay, was ist der zweite Code? Teach me. Spinne, Feuer, Spinne, Spinne. Lebe Geist! Du bist nicht mehr tot! Und ihr auch. Ihr alle sollt wieder leben! Seid doch etwas belebter! Außer die Schnecken, die können gerne verrecken. Die Snacks. Schneck. Snack. Hallo, feuerspuckender Haufen. Oh, hallo. Wer bist du denn? Ich bin immer noch tot. Splush. Und jetzt geht uns die Magie aus für den Tanz. Ich musste es. Jetzt habe ich wirklich den... Hä, wie glaube ich auf einmal mehr Magie als vorher? So, Strom ist an. Ist hier noch irgendwas versteckt? Nee, oder? Newt, schau dich die Newt. Newt! Und die Scheiße geht weiter. Es kann aber sogar sein, dass es dann schon der Weg zum Endboss ist. Zack, zack, zack. Ja, das könnte präzise der Weg zum Endboss sein. So, wie war das jetzt? Spinne? Spinne, Spinne, Spinne. Und was war das dritte? Was war das zweite? Übrigens, man kann diesen Raum skippen, indem man hier... Spinne, Feuer, Spinne. Spinnen, 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 Spinnen! Spinnen! Spinnen, 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 okay. Wie weit ist das Ding weg? Wir haben präzise alles. Ja, wobei, da links ist der Endboss wahrscheinlich. Aber dafür kriegen wir wahrscheinlich noch einen Schlüssel. Der ging locker flockig, der dann. Nicht so wie der letzte. Ich will gar nicht zurückdenken. Also Spinnen! Spinn, Spinn! Spinn, Spinn, Spinn! Oh, cool! Danke fürs Aufpassen, Taschentuchgeist.
Dann lege trotzdem, ob wir nochmal schnell Items holen. Aber ich habe genug Lebenstränke, sagen wir es mal so. Und Autotränke sollten auch reichen. Bisschen Fisch doch genommen. Fehlt nicht so viel. Haben wir eine neue Monsterkarte bekommen? Nee. Schade. Ich hätte gerne noch die Karten von den Geistern und von... Welcher Gegner noch? Jetzt muss ich hier wieder oben lang, oder? Zack. Zack. Ah, nee, muss ich ja gar nicht. Wie gesagt, es gibt ja die Abkürzung. Schwupps. Kein Generven mehr. Ah, und hier kann man natürlich auch abkürzen. Zack. Wir nähern uns Stück für Stück dem Ziel. Was ist eigentlich da oben? Fällt mir gerade mal so auf. Ah, nichts, okay. Aber wobei, nichts ist nicht gesagt. Wir können es... Pokeschale, richtig? Pokeschale, okay. Nichts liegt im Auge des Betrachters. Wenn du Geld als nichts bezeichnest. Mal wieder ordentlich Asche gescheffelt hier. Hier geht es weiter und zum Boss. Oschi! Au! Schade, dass ich halt keinen Magietrank habe. Und hier ist ein Geheimnis. Zack, Geld. Los geht's! Was erwartet mich? Hier ist auf jeden Fall diese Hitzekammer, über die der Geist geredet hat. Und Thunfisch in der Dose. Und Mayonnaise! Einmal volle Heilung und einmal Magie, schätze ich. Ah, Magie ist das Wichtigste. Speichern. Okay, welcher Boss wird uns erwarten? Ich bin gespannt. Wer ist der Boss nur? Emo. Ho. Ich erinnere mich daran, irgendwie, die Bosse waren, glaube ich, nicht so schwer. Na, wen haben wir denn hier? Den faulen Apfel. Versuch nicht, mir Angst zu machen, Sirene. Das muss ich nicht versuchen. Du zitterst doch schon. Wo versteckst du meine Freundin? Raus damit sonst. Ihr werdet schon bald wieder vereint sein. Verdammte Kacke nochmal. Im großen Jenseits. Herr Gott nochmal, trink einen Schluck Wasser! Seeteufelsirene. Irgendwie dachte ich bei der Synchronisierung an die Katzenärztin aus Star Trek Lower Decks. Oh mein Gott, sie macht Augen. Okay, interessant. Wir brauchen nicht den Seertanz. Okay, sie macht komplett was anderes. Interessant. Interessantes Pattern. Da unten ist sie auch tatsächlich unverwundbar. Interessant, mir einfach Geld zu geben im Kampf. Ha. Ist meine Augen. Kämpft gegen mich, los! Sehr gut, wie viel Schaden es einfach macht. Kann man die eigentlich verletzen? Nee, kann man nicht. Zeit für ein Bart. Gib mir mal. Aua. Gott, ich bin fast tot. So, ich muss einen Tank schicken. Aber bisher finde ich den Boss gar nicht so schwer.
außer dass ich 1000 Mal getroffen werde. Wie man dem Angriff ausweichen soll, weiß ich auch nicht. Ich krieg so viel Geld in dem Kampf, das ist unglaublich. Wenn ich mir danach nicht die Upgrades alle kaufen kann, dann weiß ich auch nicht. Ist einfach eine Pokéschale, davon gibt's Magie. Nom nom nom. Oh Gott, die fallen auf den Augäpfel. Frog Fusion. Nee, aber nichts überkrasses so. Es gibt klare Momente, in denen sie verwundbar ist. Ja, und der Angriff halt. Der Angriff ist ein bisschen... Vor allem, ich hab's offensichtlich richtig gemacht, aber keine Ahnung. Ja, so kann sie mich überhaupt nicht erwischen. Einfach austeilen. Du gehst runter. Ja, aber lebenstechnisch bin ich wahrscheinlich auch nur so chillig, weil ich jetzt mehr habe als bei den ersten Bossen. Ja, das stimmt schon. Boah, sammel jetzt ein. Okay. Wassermann. Okay. Ist lieber was. Und es gibt das Lachsei. Auf jeden Fall genug Magie. Frag mich, ob die sich anders verhandeln. Okay, langsam. Sie macht halt immer das Gleiche. Jetzt halt wenigstens drauf demnächst. So, komm, lass es diese Attack-Phase sein, dann halt nicht. Habe ich Essen gehört? Oha, was gibt's denn zu essen? Ah, das ist ein bisschen heller. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, wo der Unterschied ist. Ich habe auf jeden Fall heute war ich einkaufen. Ich habe mir wieder ein paar Pizzen geholt. Die halten jetzt wieder für 8 Wochen. So, wenn ich jede Woche nur eine. Und man sollte es auch nicht übertreiben, so. Ja, fast erwischt. Ah, ich könnte rüber dashen mit dem Mute Dash. Ein Hit hat einfach gefehlt. Ja dann, Prost! 8 Wochen nicht hungern. Das sowieso nicht. Damit war es das für den 4. Dungeon. Wann haben wir nochmal angefangen? Weil ich bin natürlich wieder ungefähr die 2 Stunden Shantae-Stream. Deshalb. Oh, danke schön für den Headset. Taschentuchgeist. Willkommen zurück, Luak. Du hast es geschafft. Du auch. Junge, diese Nähfrosch-Magie hat sich als nützlich erwiesen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich da rein verwandeln könnte. Hey, du bist doch noch zu viel mehr fähig, als du weißt. Aber das erzählst du uns immer wieder. Warum glaubst du das? Ja, weil ich das hier habe. Ein Buch? Ein Sammelalbum. Es war ein Geschenk meiner Mutter. Von all unseren Müttern. Bevor sie in ihr eigenes Reich aufbrach, schrieb der Djinn etwas auf. Es ist voller Erinnerungen, Ratschläge, all die Dinge, die sie mit uns teilen wollte. Da ich die Älteste war, ließen sie das Buch in meine Obhut. Ich hatte gehofft, dass ich es durch den Besuch dieser Insel und die Teilnahme der Aufführung endlich mit anderen Halbdjinns wie dir teilen könnte. Meinst du, darin ist eine Nachricht für mich? Eine Nachricht von meiner Djinn-Mutter? Willst du es sehen? Mehr als alles. Aber zuerst muss ich Rocky Tops retten. Dann erzähle ich auf dich, um zu helfen. Wenn ich etwas tun kann, frag einfach. Es ist schwer, um Hilfe zu bitten, aber Plink, Vera und Seppel haben Fusionssteine benutzt, um ihre Kräfte zu mir zu geben. Ihre Magie hat geholfen, dich zu retten. Harmony, würdest du deine Magie auch mit mir teilen?
Um Hilfe zu bitten, muss die härteste Herausforderung von allen sein. Sicher würde ich gerne meine Fähigkeiten mit dir teilen, aber dafür brauchen wir einen Fusionsstein. Wir sollten besser nach ihm suchen. Folge mir. So, erstmal, jetzt ging hier eine ganze Menge Nachrichten durch. Der Dungeon ist schneller als letzte Woche. Natürlich, ging schneller. Bin wieder da. Willkommen zurück, Foxy, und welcome back. Shantae, dieser Geist behauptet, dich zu kennen. Ja, du hast recht. Sie hat mir geholfen, dich zu finden. Älteste, ich schulde dir anscheinend mein ganzes Leben. Danke. Nichts zu danken. Tatsächlich kann ich noch nützlicher sein. Ihr sagtet, ihr braucht einen letzten Fusionsstein? Ja, du weißt, wo wir ihn finden können? Ja, auf dem Grund des Meeres. Dort findet ihr jemanden, der euch vielleicht helfen kann. Reist zum Meeresgrund und ich bin mir sicher, ihr werdet finden, wonach ihr sucht. Warum haben die in dem Game fast nichts an? What the fuck? Ja, es ist warm, sagen wir es mal so. Außer wenn du in einer kalten Pfütze bist. So, ich würde jetzt aber gerne Monsterkarten tauschen und Upgrades kaufen. Upgrades, Leute, Upgrades! So. Willkommen heute im Shop. Gesundheitstränke haben wir, Zaubertränke brauchen wir viele. Autotränke brauchen wir wieder. Und dann natürlich Upgrades. Mehr Schaden und Peitschgeschwindigkeit. Mehr Schaden. Es gibt noch ein Upgrade für den MP-Sparer. Ihre Angriffe mit mächtigem Schild, Absäbel, Spielschild. Flammenwerfer. Die Kinder lieben den Flammenwerfer. Kann auch nicht schaden. Ah, komm, nimm noch die Rakete mit. So. Sorry, ich nochmal Geld hab gerade entwickelt. Man, mit Upgrade entwickelt man Porygon zu Porygon 2. Zack, gib mir mal 150 Edelsteine, dann kann ich mir noch ein Upgrade kaufen. Und vielleicht können wir sogar noch einen Toppi einschmelzen. Wer weiß. Noch ein Zauber, also noch so ein... Gott, ich mag diese Art von Musik. Das ist diese SpongeBob geht in den Supermarkt Musik. Hier wird den Bubble Schild. Wer liebt nicht den Flammenwerfer? Auch true. Habe ich denn jetzt 4? Ich habe leider nur 3, schade. Und wir brauchen immer noch ein Nugget. Aber wir können auf jeden Fall eine Menge Zeug hier finden. Wo ist der Speicherraum? Jetzt mit unserer neuen Fähigkeit können wir erstmal den ganzen Ozean erkunden. Und es gab bisher eine Menge Orte. Zum Beispiel hier, seht ihr diese Lücken? Das sind meistens Zugänge, die mit Wasser verbunden sind. Das heißt, wir kriegen jetzt ultimativ viele Abkürzungen. Und wir können wieder zurück zum Gebiet des Squid Barons. Und da unten müssen wir hin, okay. Aber ich bin tatsächlich dafür, dass wir ein bisschen uns umschauen. Andererseits, den Final Cleanup können wir machen, wenn wir den Fusionsstein haben. Also erstmal der Story folgen. Und ich meine mich zu erinnern, dass es dass in der Nähe von Tree Town, da gab es eine Höhle, wo man quasi Wasser gebraucht hat. So, gehen wir mal einmal schnell nach Tree Town. Und laufen von dort aus zurück. Vielleicht kriegen wir dann noch endlich diese Muschelschießerin-Karte. Wer weiß. Genau die meine ich. Zack. Zack, 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 weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir.
Oh, und jetzt fällt mir... Ja, Mann! Hier ist einfach noch ein Tintenfisch. Sehr schön. Jetzt können wir uns einen weiteren Herzcontainer machen. Und eine weitere Grotte ist abgeschlossen. Aber leider können wir jetzt nicht sogar... Ah, okay, nicht ganz. Fehlt uns nicht noch Froschkarten? So gesehen. Ich hab die angefangen. Mir fehlen zwei. Komm mal raus. Froschi dreht sich. Noch mehr Froschi-Karten. Und die muss auch weg. Ah, okay. Haben wir jetzt Raketen? Haben wir jetzt sie? Ich sag nicht, dass ich alle Monster kann. Wir haben sie endlich. Zwar benutze ich das Item nie, aber es kann ja nicht schaden, es zu haben. Ich werde einfach versuchen, hier noch was rauszuholen, aber ich glaube, hier waren wir definitiv schon. Nehmen wir halt den Nugget mit. Ich sag nicht nein. Wenn uns jetzt der eine... Wenn er uns jetzt die richtige Karte gibt, die ich haben will, dann wird es ein guter, dann wird es ein richtig guter Stream. Komm schon, Froschi, spiel mit. Mit die Karte. Okay, dann komme ich später wieder. Ich muss nur vorher speichern für den Fall, dass er mir nicht die richtige Karte gibt. Also wenn mir die Fähigkeit nicht passt, werde ich resetten. Weil dafür, dass er 10 Nuggets verlangt, muss es halt schon eine ziemlich krasse Karte sein. Oh, am Weiben. Hi, Eski, willkommen im Lurk. Oh, Monsterkarten. Gib mir 10 Nuggets und ich schenke dir eine. Und jetzt ist die richtige. Ah, es ist die Hummermädchen-Monsterkarte. Ich verstehe diese Dinger nicht, aber viel Spaß. Das ist die... Die macht die... wir nicht kriegen können, bevor ich die ganzen Items gekauft habe. Ich würde mich nochmal umsehen, ob ich die Korallensirene bekomme, weil ich weiß, dass ich die standardmäßig drin hatte. Ich bin der Meinung, Korallensirene macht, dass wir, dass uns unsere Magie sich wieder auffüllt. Wir haben fast 50%. Ich würde einfach sagen, besuchen wir den Armor Baron nochmal. Der könnte uns auch was verkaufen. Ach nee, ich muss jetzt zur Teleportplatte. So rum. Es würde sich eigentlich lohnen, überall nochmal lang zu laufen. Wisst ihr noch, wie wir Bolo das Sandwich gegeben haben? Das war lustig. Bin ich der Meinung, dass er jetzt auch eine Monsterkarte hat? Hey, was geht? Ah, du bist zurück! Glaubst du, glaub es besser, Drecksack? Ich kann nicht glauben, dass du, versuchen würdest, echte Menschen als Kinderspielzeug auszugeben. Vor allem solche, die so aussehen. Vor allem, sie hat das Outfit auf einmal wieder an. Das ist kein Spielzeug. Sammelfiguren. Wie auch immer, es ist unhöflich. Und irgendwie skandalös. Schau dir doch einmal diese Verkleidung an. Ich melde mich bei den Behörden. Ich bin die Behörde. Dann werde ich dich für die Schäden bezahlen lassen. Gib alles her, was du ein schrecklicher Mensch gemacht hast. Ich nehme Bargeld. Oh, tut mir sehr leid. Ich bin nur ein traurlicher, ärmlicher Mann, Schnief. Ich sage deiner Freundin Sky, dass ich meine Fehler erkannt habe. Dass es mir leid tut, weil ich ihr Aussehen geändert habe. Von dem? Zu dem? Zum Fick? Ich werde es nie wieder tun. Das will ich doch hoffen. Niemals. Bezahle. Nett.
Aber ich dachte, er tauscht mit dem Monsterkarte. Lass mich in Ruhe. Okay. Aber irgendwer hier tauscht bestimmt eine Monsterkarte. Und wir können Tintenschmiede benutzen. Welche süßen Toppies. Wo kommen die ganzen Tintenfische eigentlich her? Ich hoffe, die vermisst keiner. So, tauschst du mit mir Monsterkarten? Vielleicht gibt mir ja Bolo auch eine Monsterkarte, das kann ja sein. Eventuell, es wäre okay, wenn mir jemand, wenn jetzt jemand quasi für mich nachgucken würde, wo die Korallensirene ist, die Karte. Es wäre in Ordnung, mir das zu verraten. Will ich nur sagen. Normalerweise würde ich Bahamut darum bitten, aber er scheint gerade nicht da zu sein. Nee, warte, das war der andere Tanz, den ich noch bekomme. Mir fehlt auch noch die komische. Mir fehlt noch das Ding von der Skorpionfrau. Also versuchen wir dann einfach mal ganz schnell runterzukommen. Um unsere neue Fähigkeit zu kriegen. Ui, da können wir gleich mal unter Wasser tauchen. Mal gucken, was hier ist. Zack! Ein neuer Screen. Let's go. Abenteuer für uns. Direkt aufregende Musik. Immerhin bewegen sich diese doofen Pixies nicht. Aha, Abkürzung. Hier waren wir also schon. Da überall diese komischen. Überall sind diese komischen Piraten. Ich hab einen Namen, ich hab den nur vergessen. Oh Gott, war das knapp. Wow, 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 nicht ihr schon wieder. Oh, eine Krabbe! Die große Krabbe, hier geben sie ihr Geld gut aus. Hier nicht irgendein Gerät? Ich meine, wie gesagt, es ist eigentlich dumm, dass ich hier gerade alles erkunde. Ich muss nach da unten. Ach ja, guck mal, das. Hat die auch eine Monsterkarte? Die Bogenschützen? Komm schon, Monsterkarte. Wenn's ernst. Monsterkarte! Tu's für mich. Kann spüren. Oder habe ich die schon? Okay, Monsterkarte, jetzt wissen wir es. Schütze. Und ich brauche 3. Das sollte aber relativ schnell gehen. Die steht immer relativ günstig. Monsterkarte? Nein, schade. Wusstet ihr, dass die Limited Edition von dem Spiel mit richtigen Monsterkarten kommt? Das ist eigentlich voll das coole Gimmick. Ich könnte sogar die Fähigkeiten nachschauen. Aber dafür müsste ich die Packung aufmachen. Nicht, dass ich die nicht geöffnet habe, aber ich muss ja in das Spiel kommen. Ich habe auch die Karten schon alle angeguckt. Und ich habe den Tag für den Umzug alles fein säuberlich weggeräumt. Deshalb. Sandwich. Gönn mal Monsterkarte jetzt. Bitte. Ich bitte dich.
Ich meine, immerhin sind sie vorbildlich und tragen einen Mundschutz in Zeiten wie diesen. Das ist nicht selbstverständlich für Gegner. Ich meine, es sind Bogenschützen, das heißt, sie halten sich auch definitiv an den Mindestabstand. Wie ich einfach keine Monsterkarte bekomme. Ich mach jetzt immer zwei fertig, so. Zack. Und jetzt ist der komische Steinblock weg. Wie viele Knochen hier einfach rumfliegen, das ist super unrealistisch und ich liebe es. Generell die komplette Ästhetik von dem Spiel. Es ist alles gezeichnet, es sieht alles super gut aus. Aber das Spiel verhält sich trotzdem, als wäre es ein Sprite-basiertes Spiel. Sie sollen alle Bogenschütze werden. Ja genau, weil dann hältst du dich immer von deinen Feinden fern. Niemand kann sich anstecken. Perfekt. Ich werde übrigens morgen wahrscheinlich vor dem Stream erstmal diesen TCG-Laden besuchen und dort versuchen, gegen Leute zu spielen. Das wird lustig. Ich muss dann nur gucken, dass ich früh genug heimgehe, dass ich so 18.30 Uhr, dass dann 18 Uhr heim bin, was essen kann. Und dann starten wir den Stream Bogenschützen. Genau. Endlich die zweite Monsterkarte. Amen. Und die dritte. Richtig gegönnt hier. Dann können wir aktivieren. Was ist die Fähigkeit? Raketen brauchen weniger mit Magie. Dann müsste ich aber erstmal welche benutzen. Ich meine, ich hab sie. Das ist Rakete. Oh, das tut, oh, das tut weh. Oh. Okay. Nach der Mann-Monster-Karte, wir haben eine neue, oder? Habe ich die schon? Ne, die habe ich noch nicht. Nimm keinen Schaden, wenn du von deiner Grube zerstört bist. Endlich! Ich warte so lange auf dieses Item. So, hier drüben haben wir noch Au. Haben wir noch ein Nugget wahrscheinlich? Sehr gut, den nächsten Nugget, den 11. Hallöchen. Ich darf dich auswickeln. Ich wollte nicht reinstören. So. Weep, 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 weep. Einfach Froschgeschwindigkeit. Wow. Sag mal, wieso ist der Frosch eigentlich in diesem Screen nicht verschwommen hinter dem Wasser? Normalerweise ist der Frosch doch unscharf, genau wie das Wasser, aber der ist hier jetzt erst falsch gelayert, habe ich das Gefühl. Versuch mal darauf zu achten. Und genau hier ist er halt. Na, wobei. Was ist hier unten? Geheimnis. Ein Secret! Und noch ein Nugget. Aber das ist überhaupt nicht der Ort, wo wir hinwollen. Deshalb. Was mache ich denn hier für einen Käse? Ich weiß nämlich hier, dass man hier unter anderem später den. Oh Gott, einen Tanz braucht, den wir noch nicht haben. Hier, das ist, was ich meinte. Schaut, jetzt ist der Frosch hinter dem Wasser. Hinter dem Wassereffekt und er wird hin und her geschwabbelt. Und vorhin war das halt nicht. So was fiel mir halt gerade auf. So, jetzt müssen wir bei Squidburn sein. Jetzt rauben wir Squidburn aus. Zack, seht ihr? Genau, hier waren wir. Die Meerjungfrauen. Eigentlich will ich hier ja auch nicht so. Aber andererseits, man kann da oben eine Abkürzung nehmen. Also ich kann jetzt alle Abkürzungswege bauen in dem Spiel. Haben wir von dem schon eine Monsterkarte? Also bisher sehe ich keine. Von dem komischen Fischkopf. Dann würde ich einfach sagen, fahren wir den Fischkopf.
Hey, so Fischkopf. Die Superkugel bewegt sich viel schneller. Sehr schön. Heute wird abgesahnt. Hier sind die komischen Blobs, von denen hätte ich auch gerne die Monsterkarte, wenn es genehm ist. Lila, grün, gelb und rot und puff, gib mir doch endlich mal deine blöde Monsterkarte. Ich weiß, dass du eine hast. Komm runter. Weißt du, versteckst dich. Schwabbel. Der drückt einfach die Monsterkarte nicht raus. Schwabbel, Schwabbel, Schwabbel und Schwabbel. Der Schuft! Du sagst es. Schuft ist so ein geiles Wort. Es ist so ein. Es ist nicht komplett veraltet, aber es fühlt sich trotzdem nicht zeitgemäß an, Schuft zu sagen. Es ist genau wie. Kennt ihr das Wort Spitzbube? Das hat meine Oma mal ganz früher gesagt, ganz viel. Sehr, sehr retro. Gib mir doch endlich deine Monsterkarte, finally. So selten wie die ist, brauche ich hoffentlich nur eine. Slime. Verbande mit deiner Haarpeitsche grüne Edelsteinmagie. Finally! Würde ich sagen, einfach mal hier hoch. Und dann kann ich mich hier durchhören. Spitzkopf Larry, aber natürlich. Brrr. Hier waren wir schon. Aber hier waren wir noch nicht, okay. Hier geht es natürlich nach rechts weiter. Aber will ich natürlich nachgucken, was da rechts ist. So. Jetzt bin ich neugierig. Oh Gott. Nee, hier komme ich später wieder. Aber diese Minenwagen sind so cool. Ich muss den Soundtrack doch mal anhören auf CD. Das ist echt gut. Durch so ein Replay merkt man erst, wie gut der Soundtrack ist. So, lass mich raten, hier geht's nochmal runter. Ah, hier gibt's nochmal Schätze, okay. Lecker Schmecker Edelsteine. Kann ich mir gleich nochmal Upgrades kaufen? Zum Beispiel das Haarpeitschen-Upgrade, dann machen wir noch mehr Schaden und sind noch schneller am Zuschlagen. Macht es Sinn? Ja, doch, es macht eigentlich Sinn, den Metallfisch zu besuchen. Aber erstmal gucke ich, was in dieser Höhle ist. Und außerdem ist hier die Skorpionfrau. Ich will nicht deine Monsterkarte. Komm schon, gib mir deine Monsterkarte. Dann eben nicht. Hey, bin ich dusselig oder wo ist der Schrein? Ach, hier. Ja, okay, das können wir noch nicht machen. Ich finde es immer putzig, wenn der Unterwasserlevel zumindest eine Stelle ist, wo kein Wasser vorhanden ist. Achso, du meinst so wegen, da ist so ein kleines Vakuum. Gibt niemand sogar. Jo, endlich. Was haben wir hier Schönes? Warte, ich brauche drei davon? Außerdem bringt uns die Fähigkeit überhaupt nichts. Also eigentlich macht es keinen Sinn, das ist auch die einzige Skorpionsfrau in dem gesamten Spiel.
Also wenn ihr Monster Girls mögt, dann ist Shantae eure Spieleserie. Shantae hat sie alle. Sie wollen euch zwar alle ans Leder, aber immerhin wollen sie euch. Giga Mermaid. Ja, die ist toll. Die ist ja auch nett. Die ist ja wirklich böse. Ich habe gerade Monster Girls gehört. Monster Girls sind cool. Wenn man eine Mermaid als Monster Girl bezeichnen will, technischerweise ist sie das ja, aber... Gib mir deine Monsterkarten. Hat überhaupt keinen Sinn, aber ich will trotzdem ihre Monsterkarte. Außerdem sterbe ich, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Bin gerade gestorben. Es hat sich nicht gelohnt. Wir kommen einfach später wieder. Ich hab dir eine Nachricht geschickt. Den Glurak. Es wäre lieb, wenn du die Leute vorher fragen würdest, ob du sie anschreiben kannst. Und wenn sie okay geben, dann viel Spaß mit euch. Lernt euch kennen. Das macht das gemeinsame Spielen angenehmer. Ja, ich gebe mir eine von denen eine Monsterkarte. Mal schauen. Willst du Monsterkarten tauschen? Du siehst aus wie jemand, der Monsterkarten tauschen würde. Hä? Hilfe, unser Wissenschaftskollege hat sich verirrt. Die Sensoren sagen, er ist irgendwo in den überfluteten Hallen der wissenschaftlichen Labor auf der Ostseite. Wenn ich eine Karte wie deine hätte, würde ich den ganzen Subscreen überprüfen. Ah, bereit für eine Verhandlung mit Haifisch? Let's fucking go! Ich finde es süß, dass Shantae quasi ein Metroidvania ist, mit so einer riesigen Map. Aber irgendwie fühlt sich alles organisch an, so. Es ist nicht einfach nur ein riesiges Höhlenlabyrinth. Es ist halt, okay, da oben rechts ist die Stadt, oben links ist die andere Stadt, hier unten ist ein Labor. Fühlt sich gut an. Hast du dich gerade geklont? Einmal speichern bitte, die ganzen Monsterkarten sollen ja nicht verloren gehen. Oh, da ist was mit Strom. Hab bloß keine Magie. Nun gut, Pokéschale muss herhalten. Nein, ihr habt die falschen Dings eingesetzt. Oh, wie unangenehm. Oh, das bringt gar nichts. Tanzt für mich, ihr kleinen Stinkies. Mist. Als es hier Wasser gibt, können wir doch endlich abtauchen. Hey, ich hab schon früher geschrieben nach dem Stream. Ach, kein Problem. Wie gesagt, ich meinte nur allgemein, weil du generell sehr viele Leute schreibst. Sehr vielen Leuten. Ich deren Monsterkarte schon. Moorfrau. Ich habe, glaube ich, nur den Moormann. Ja, tatsächlich habe ich nur den Moormann. Dann let's go. Berühren Sie mich nicht. Unsittlich. Aber die Pokéschale nehme ich gerne. Die ist bestimmt selbst gekocht. Deine Kochkünste sind unglaublich. Ich weiß echt nicht, was die Bedingungen dafür sind, dass eine Monsterkarte gedroppt wird. Monsterkarte. Ah, sehr gut. Wahrscheinlichkeit. Mehr Herzen! Mehr Herzen! Oh mein Gott, ich fühle einfach, wie ich immer overpowerter werde. Und lauf direkt in die Gegner.
So, hier können wir runter. Aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob ich das will. Ich kann auch einfach oben lang, oder? Warte, das Spiel gibt mir den Tipp, dass ich was mit Zappel machen soll? Ah, natürlich mit Zappel, nicht mit Harmony. Harmony haben wir ja noch gar nicht. Harmony hat auch einen Tanz. Aber den besitzen wir noch nicht. Deshalb dachte ich gar nicht, ich hatte gerade im Kopf, dass er uns den Harmony tanzt. Sagt, außerdem ist hier, glaube ich, gleich ein Dungeon gewesen. Der schlimme Dungeon, wenn ich mich nicht irre. Oh ja. Aber hier unten ist irgendwas, wo wir noch nicht waren. Genau, ein Tauchweg. Und mit einem Herztintenfisch, dann hat es sich sogar gelohnt, hier lang zu gehen. Ein süßer kleiner Toppi-Tintenfisch. Und hier gibt es auch noch einen Geheimweg. Zur linken Seite. Ich glaube, jetzt habe ich die Abzweigung gefunden, die ich suche. Wir sind auf Hauptboss. In einem neuen Gebiet. Es ist so dunkel und unheimlich hier. Warum ist hier keine Musik? Und hier ist eine Höhle. Ich überlege gerade, ob wir das machen sollen. Ich glaube nämlich nicht. Nö, das ist nicht für uns geeignet. Da brauchen wir noch eine neue Fähigkeit. So, warte mal. Hier gegenkrachen. Noch ein Nugget, wenn ich es richtig verstehe. Sehr gut, noch ein Nugget. Okay, aber unheimlich finde ich es jetzt nicht. Naja, keine Musik ist immer fragwürdig. Das ist ein Beamraum. Sie hat seit hunderten Jahren darauf gewartet, uns hier den Beamraum zu öffnen. Wie lieb von ihr. Irgendwas sagt mir, dass ich nach da unten möchte. Oh, ein Hündchen. Willkommen auf dem Meeresgrund. Wow. Oh, wer bist du denn? Ich bin ein niederträchtiger Geisterhund. Wow. Du riechst ja nach Gin. Ich bin ein Halb-Gin. Halb-Gin? Ich bin dabei, meine Freundin zu retten. Die Sirenen haben sie gefangen genommen. Sirene? Meine Güte. Deine Freundin muss ja hinter diesem Siegel gefangen sein. Rettung ist unmöglich. Weißt du, um die Luke zu öffnen, musst du die Stadt wieder mit Strom versorgen. Es darf niemals passieren. Ich habe keine Angst vor den 7 Sirenen. Ich habe bereits 4 von ihnen konfrontiert und gewonnen. 7? Wer hat gesagt, dass es 7 sind? Das stand auf der Box. Risky Woods? Sirenen. Und da sind schier unendlich. Es ist mir egal, ob es 7 oder 700 gibt. Ich muss Rotty Tops retten. Was du vorhast, könnte die Insel zerstören. Und alle, die drauf sind. Willst du alles riskieren und deine Freundin? Ja. Na schön, aber sei gewarnt. Das ist keine leichte Aufgabe. Vor langer Zeit verstecken die Wächter dieser Insel 2 Armbänder an den Minen dort. Armbänder? Diese Armbänder sind der Schlüssel, um die Stadt zu wecken. Du musst sie finden und herbringen. Ich mach das schon. Bevor du gehst, nimm das. Hundehalsband. Ich find's irritierend, dass der Geist so tief im Wasser rumsitzt. Nee, hier ist kein Wasser mehr. Seit der Geist eilt es in dieses Hundehalsband. Oh, sie wird wissen, wie man es benutzt. Rechts befindet sich ein Beamraum. Kannst ihn verwenden, um sie zurechtzureichen. Viel Glück. Und dann krabbeln wir nach oben. Speed. Aber was ist auf der linken Seite? Ist hier auch ein Speicherpunkt. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Wir können den Boomraum benutzen, wir können aber auch erkunden. Die malerische Route quasi. Es ist zu dunkel hier. Einfach mit dem Wasser öffnet sich jetzt alles. Das war knapp.
Und noch ein Bruder. Einfach noch ein Nugget. Let's fucking go! Wir haben jetzt fast 15 Nuggets. Oh, ich wünschte, ich hätte 15 Nuggets. Geht so los auf Chicken Nuggets in letzter Zeit. Das Problem ist, ich habe keine Friteuse und ich habe keine Lust, irgendwie mir die von gewissen Restaurants zu kaufen. Außerdem habe ich letztens vegane Nuggets probiert und ich habe keine Ahnung, wo der Unterschied sein soll. Also, es ist mir nicht aufgefallen. Hätte sie nicht gesagt, dass das vegane Nuggets sind, hätte ich gedacht, es wären normale. Also ich bin beeindruckt, wie krass Fleischersatzprodukte geworden sind. Ja, aber das meine ich eben, wenn es trotzdem gleich schmeckt oder annähernd gleich schmeckt und es das gleiche Feeling gibt, dann ist es ja super, dass sowas existiert so. Bin jetzt live, viel Spaß! Ich wünsche dir viel Glück, dass du wieder die Leute begeistern kannst, Foxy. Oh Gott. Nein! Oh Mann, oh. Hey! Russland ist ein schönes Land. Hau die Leber an die Wand. Wir nehmen das. Schmeiß sie jetzt an. Wow. Fast nicht getroffen, aber nur fast. Außerdem ist hier ein Secret. Und noch ein Nugget! Hamburger. Man hat mir gesagt, dass hier unten eine Höhle ist. Ich habe sie bloß übersehen. Ah, okay. Ja, später dann. Gott, ich werde gleich sterben, wenn ich nicht aufpasse. Ah, hier waren wir schon, okay. Einmal britzeln, bitte. Und durch den Anziehungszauber kriegen wir jetzt auch viel mehr Geld auf einen Schlag. Einfach weil ich nicht mehr einsammeln muss. Alles läuft viel schneller ab. Okay, wir haben uns den Beamraum quasi gespart. Hey Geister-Oma, ich hab dein Halsband. Ein Wunderhalsband? Kann ich's haben? Ein Wunderhalsband. Sieht aus wie Djinn-Kleidung. Ein Steinanhänger ist ein Fusionsstein. Der Steinanhänger ist ein Fusionsstein. Ganz einfach zu entfernen. Hier, bitteschön. Das war einfach. Gib das am besten deiner rothaarigen Freundin. Aber wo ist sie hingegangen? Ich sagte ihr, sie soll den Stimmen nicht folgen. Aber sie ist ihnen gefolgt. In den Minen dort oben. Minen? Über uns? Unter Wasser, aber nicht zu tief jetzt. Geh und finde die Freundin in den Minen um und gib ihr den Fusionsstein. Ist wahrscheinlich. Ah, okay. Das wird ja easy. Das ist, glaube ich, noch so. Ah, warte, ich habe vorhin ausgerechnet, wie lange wir Shantae spielen müssen. Bis fast 22 Uhr. Also quasi jetzt noch 45 Minuten so. Eher 35. Passt doch. Haben wir wieder eine Menge geschafft? Es geht einfach noch weiter. Und der Speicherraum ist auch um die Ecke. Übrigens lustig, ich habe das Spiel mit dem PlayStation-Controller angefangen. Mittlerweile spiele ich wieder mit dem Switch-Controller. Aber ich denke, für Minecraft nehme ich wieder den PlayStation-Controller. Oder soll ich mir mal den Spaß machen und einfach einen Xbox-Controller verbinden?
Kann auch witzig sein. Okay, das bringt noch nichts. Leider. Merken wir uns aber diesen Eingang. It's magic. It's a kind of magic. Ich töte euch alle. Jetzt will ich es aber endgültig wissen mit dem Geld. Wow. Bei einer Sache verlerne ich echt nicht, getroffen werden. Drill. Ah, okay, hier müssen wir natürlich, hier ist was Neues. Einmal Herzeland für mich. Das ist garantiert kein... Okay, es ist doch ein Nugget. Aber ich erinnere mich auch daran, dass man mal nicht Nuggets bekommt aus so Geräten. Ich finde die Zöpfchen von den Meerjungfrauen übel süß. Hallo, Poppy. Das Bergbaugelände. Lassen wir die Musik einen Moment auf uns wirken. Fallen dann direkt wieder runter. So, will ich direkt da links lang? Ich denke nicht. Weißt du was? It's mein Heilungstanz! Gott, wie schnell die fallen. Drei auf einen Streich, naja, fast. Das kommt später. Endlich können wir uns mal gegeneinander antreten. Gib mir doch bitte deine verdammte Monsterkarte. Komm schon. Oh, verdammt. Und ich muss einen Trank nehmen, sonst sterbe ich wieder. Warum habe ich keine Supertränke gekauft? Vielleicht, weil ich mir das Geld sparen wollte. Komm schon, Monsterkarten-Drop. Ich brauche nur eine für dich. Ach Mensch. Ich glaube, ich bin langsam da, wo ich hin will. Aber so schwer ist ja echt nicht zu besiegen. Du darfst nur nicht genau in ihre Schutzbahn stehen. Hey, die kann man nach oben angreifen. Nur weil du nicht droppst, ey. Komm schon. Ich merke gerade, sie verliert ihre Kleidung, wenn sie zerstört wird. Das ist typisch Shantae. Das ist ganz so eine Erinnerung. Ja genau, sie verliert ihre Kleidung im Sanran Kagura-Style. Da, zack, zack, rip, boom, und weg. Kannst du jetzt bitte... Mann!
Kannst du bitte deine scheiß Karte droppen? Ich will mich nicht mehr mit dir abgeben. Macht sie nicht, fertig. Egal. Nutzloses Vieh. Und die mit diesen Schnellfeuernerven auch. Ja, aber der droppt sofort. Und die Spinne droppt. Wenigstens kriegen wir dann wieder Geld. Aber viele Herzen kriege ich halt auch. Bowling. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zu Harmonie. Ich bin doch alle auf einen Schlag erledigen. Bum, 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 bum. Alles gut, Taschenduftgeist. Ich hatte wieder meine 5 Minuten. Pirate! Ich bin Piraten. Brrr. Wie viele von diesen komischen Möwen hier einfach rumfliegen. Wo erwartet uns hier ein Bosskampf? Wo ist Harmony? Mann, ich will nicht speichern, ich will das Ding kaputt machen. Dankeschön. Oh, die schon wieder. Jetzt drop doch endlich. I dare you to drop that shit. Final Boss, jetzt komm. Gib schon, komm schon, komm schon. So, ein links ist es. Hi Harmony, was machst du denn hier? Sie sind weg. Wer ist weg? Harmony, ist alles okay bei dir? Ich hörte Stimmen und folgte ihnen. Aber sie scheinen verschwunden zu sein. Diese Minen sind gruselig, aber ich habe es geschafft, einen Fusionsstein zu finden. Es wäre ein Geschenk von dem Geisterhund. Ein Hund, hier unten. Hier seien 2 Armbänder begraben. In diesem Fall weiß ich, wie ich helfen kann, indem wir unsere Magie kombinieren. Bist du dazu bereit? Oh yeah, Magie kombinieren! In dieser letzten Kraft wirst du zu einem spektakulären Superstar Super Djinn. Blue. Es wird Zeit, unsere Magie zu kombinieren. Ich bin bereit! Usa, buja, buja, buja. Wir sind jetzt komplett aufgepowert. Nee, noch nicht ganz. Der Bebetanz. Wir lassen uns richtig krachen. Ich habe Lust zu tanzen. Unsere Kräfte wurden kombiniert. Der Bebetanz kann die Erde bewegen. Er führt Feinden auch erheblichen Schaden zu. Tanze bis du das Symbol siehst. Beben! Oh, ein Nugget. Ach ja, immer wenn wir jetzt so einen Spalt irgendwie in der Decke sehen, den sieht man glaube ich jetzt nicht in den Herzen, kann man beben. Oder wenn es angezeigt wird halt. Sorry, falscher Knopf, mehr Harmonie. Oh, das ist ja wirklich ein Armband. Dankeschön. Na, mach mal. Nicht schon wieder. Achso, außerdem. Ah, das sieht man dann gleich. Der Babytanz hat einen bestimmten Effekt. Merkt euch, dass die Tinkerbats da waren. Tinkerbat war der Name, danke. Die Tinkerbats zeigen nämlich immer, wo sich Statuen befinden. Und diese Statuen geben meistens Sachen. Und sie sind relativ aufwendig gestaltet. Bei der Musik möchte ich auch tanzen.
Ja, okay, das bringt nichts. Da brauchen wir noch eine Verwandlung, eine letzte Verwandlung. Schreiben wir es auf die Liste der Dinge, die ich noch erledigen muss. Da rechts ist eine Sache zu finden und hier links ist noch was zu finden. Okay. Also den langen Weg wieder zurück. Und gibst du mir jetzt endlich dein Zeug? Ich will deine Batterien! Ich krieg einfach nicht ihre scheiß Karte. Das ist unglaublich. Außerdem hier ist eine weitere Statue. Aus dem Weg, ihr! Oh. Erstmal ein Schluck Mana-Saft. Lecker. Aus dem Weg, ihr Tinkerbad! Macht Platz für eine richtige Statue! Zum Beispiel für diesen Nugget. Also ich glaube, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Geld für die... für die Sachen, die wir suchen und... einfach mal hier oben gucken, was hier ist. Und das dann kaputt machen. Uff. Ich werde wahrscheinlich nach dem Stream recherchieren, wo wir die Korallensirene finden. So, ist hier oben anscheinend eine Abkürzung? Oder wie darf ich das verstehen? Oh, hier ist noch ein, hier ist noch was. Einfach noch ein Nugget! So, wieder Nuggets. Ich habe fast 20 Nuggets, ne? Ich habe wirklich 20 Nuggets. Wir können uns die... Wisst ihr was? Wir kaufen uns den... Wir kaufen uns die Shrimp-Sirene. Die brauchen wir auch. Die letzte Fähigkeit. Und wenn ich die Shrimp-Sirene gekauft habe, dann... Oh nein. Babytanz, Babytanz, Babytanz. Fuck. Essen. Pokeschale. Nom, nom, nom. Dann gucke ich für nächste Mal ganz. Schaue ich in den ganzen 20er-Pack, ne? 999 Schaden auf ihn. Ich schaue einfach nach, wo die Korallensirene ist, okay? Will ich damit sagen. Damit wir die dann beim nächsten Mal kaufen können. Geld genug sollten wir ja haben. Man kann jede Boss-Karte kaufen in dem Spiel. Nanu, ich kenne doch diese Musik. Oh, wir sind in Tree Town. Das kam unerwartet. Aber eine nette kleine Verbindung. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn wir schon mal hier sind, dann kaufen wir eventuell doch mal die Schrimp-Sirene und ich gehe ein bisschen Einkaufsbummel machen. Wie wär's? Ach, es war nicht Schrimp-Mädchen, sondern Hummer-Mädchen. Sorry. Wird natürlich sofort aktiviert. Guck mal, diesem kleinen süßen Mädchen kann man doch nichts abschlagen. Kein Wunder, dass die Preise runtergehen. Naja, wir kommen im Item Show. Einfach 8 für einen normalen Trank. Okay, es sind minimal gehen die Preise runter, aber trotzdem. So, Mega-Shampoo, her damit, super seidige Creme. Und ich kaufe ein paar Magietränke. Und ein paar Supertränke. Warum kann ich hier keine Supertränke kaufen? Litbait, willkommen. Wir sind hier gerade voll an der Sache. Ich habe den Babytanz gelernt und kann jetzt, eigentlich wieder nach da unten tauchen oder da rechts was holen, was sich in dem Gebiet da unten befindet. Also hier ganz unten, aber das wird wahrscheinlich was komplett anderes sein. Deshalb erstmal wieder zurückholen die Armbandteile. Genau, wie war dein Tag, Litbay? Hast du auch gestreamt? Ist dir bewusst, dass morgen der 22.02.2022 ist? Falls nein, herzlichen Glückwunsch. Und an alle, die Aufzeichnung schauen, tut mir leid, ihr habt den Tag schon verpasst.
Unangenehm. Nee, jetzt erst. Ah, okay, du fängst gleich an. Komm doch her, Madame Frau. Ich hab Pech gehabt, es zu spät sind. Ja, am Ende des Tages, man hat den Tag ja nicht verpasst, so ist nicht. Nanu, habe ich hier etwa nicht die Statue rausgeholt? Wie unachtsam von mir. Jetzt mal wieder Geld einkassiert. Oh, und der Erdbebentanz macht auch die ganzen Viecher weg. Gut zu wissen. Also jetzt natürlich links lang. Aber irgendwas gibt es hier auch, wenn ich den Erdbebentanz einsetze. Sonst hätte er nicht angezeigt. Also der Erdbebentanz zerstört alles. Ah, okay, hier oben. Jetzt muss ich natürlich nochmal einsetzen. Ah, Erdbeben! Nugget! Die nächsten 10 Nuggets! Ich wette, wir brauchen nur 6 und 7 für die anderen Monsterkarten. Und das Schönste ist, die Bosskarten sind auch noch so super overpowered. Was das Zeug angeht. Ih, was ist das? Der ist einfach... ist da hoch. Ah, das ist Snacks vorbei. Ah, geht doch. Schön weggemachtes Ding. Und jetzt schön den Nugget erstmal abholen. Den leckeren... aber ich habe keine Pokescheine mehr. Geben den Hamburger, wir geben auch Magie. Yay, wir haben genug Nuggets. Viele Nuggets hier einfach rumliegen. Unglaublich. Vielleicht gibt uns ja jetzt die gnädige Dame ihre Monsterkarte, wenn ich sie ein bisschen überzeuge. Oha, einfach die übelste... Wie schön diese Statuen teilweise sind, aber sie scheint sich nicht beeindrucken zu lassen. Monsterkarte! Und was gibt uns die schöne Monsterkarte für eine Fähigkeit? Der Funkentanz fügt Feinden mehr Schaden zu. Oh yeah! Das war doch was Ordentliches hier. Zudem... ich glaube, das tötet den Geist nicht, aber... was soll's. Ah! Zu viel Schaden, zu viel Schaden! Okay. Auf zum Händler. Ja, aber wo denn? Ich weiß halt immer noch nicht, wo ich das Zeug kaufen kann. Gib mir einen Hamburger. Nom nom nom. Und ein bisschen Fisch. Den ganzen Fisch. Nom 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 nom. Thunfischdose. So, die zwei Grotten da unten waren... von dem normalen Geist habe ich auch noch nichts, oder? Nee, muss noch die Geisterkarte fahren. Und schau, wie viel Schaden ich mache, wie schnell ich peitschen kann. 999, 999, 999. Ich sage 999. Und da oben kann man anscheinend runterfallen. Und ich bin schon wieder fast tot. Was bringt es, hier runterzufallen? Verstehe ich manchmal nicht. Kann ich nicht einfach hier runterspringen? Geh doch, Puckschale. Schade, Schokolade. Nicht bekommen, was ich suche. Aber der nächste. Die nächste Bodenstatue. Wahrscheinlich wieder ein Nugget. Warte, ihr sollt. Hallo, gebt mir doch mal die Statue hier. Einfach nichts bekommen? Finde ich ja schon arg lächerlich. Na gut. Vielleicht tauchen auch nur immer mehr von den Viechern auf. Aber normalerweise da, wo die buddeln, ist normalerweise halt so eine Statue.
Genau, nämlich genau wie hier. Eine Sekunde zu spät. Dafür bist du jetzt tot, kleine Fischperson. Außer, dass sie nicht tot ist. Interessant. Gott, ich liebe es, wie viel Schaden wir machen. Ist so gut. Ganz rechts wartet jetzt auch, habe ich jetzt nicht die Armbänder? Muss ich jetzt nicht zurück zu... Ah, ich muss da unten hin. Aber ich will auch wissen, was da rechts ist. Also eventuell werde ich beim nächsten Beamraum eine Abkürzung nehmen. Die Frage ist, wollen wir jetzt eher... Also, ich werde die Dinger auf jeden Fall beim nächsten Mal abgeben. Weil das öffnet uns, glaube ich, den Weg zum letzten Dungeon. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich noch ein bisschen umherziehen. Und erkunden, wie wär's? Noch 15 Minuten ungefähr. Okay, man kann hier sogar das Licht anmachen, das ist clever. Aber was ist hier links? Hier war doch dieser eine Eingang, den wir erst später freischalten konnten. Blutfisch in der Dose. Her mit dir. Komm zu mir, du süße Mahlzeit. Also ich esse Thunfische eigentlich nur auf Pizza. Wie können wir das Licht anmachen? Aber jetzt... Nein, nicht den Tanz. Oh Gott, aber wenigstens sterben dann alle. Sehr gut. Ja, ist klar, dass wir die Screen Nuke als letztes bekommen. Den nächsten Nugget. Also wir können uns definitiv noch mehr Monsterkarten beim nächsten Mal kaufen. Also es fühlt sich sehr gut an. Aktuell. Ich fühle mich sehr mächtig. Könnte man sagen. Ich fühle mich nicht unbesiegbar, aber sehr mächtig. Ich kriege mehr Geld, mehr Essen, mehr alles. Die Monsterkarten wirken. Toppies am Viben. 12 Nuggets einfach. So, hier ist die Karte dann vollständig. Mal schauen, wie viel Prozent wir schaffen. Ich weiß nicht, ob wir 100% schaffen. Das werden wir dann sehen. Es wäre cool, 100% zu schaffen. Aber das heißt auch, dass ich wieder das dumme Minispiel das machen muss. Schauen, vielleicht ganz am Ende. Wenn ich nichts anderes mache, kann ich versuchen, das Minispiel zu machen. Aber erstmal will ich alles andere. Und außerdem, ich werde jetzt nicht nochmal ein Auto fahren pressen, deshalb. Verdammte Axt. So, hier unten ist auf jeden Fall noch eine Höhle. Die gehe ich einfach mal gehörig aus dem Weg. Brauche ich hier die Fähigkeit von Seppe? Tatsächlich ja! Nicht Seppe, sondern Harmonie, verdammte Axt nochmal. Zu irgendeinem Grund will ich Harmonie mal Melody nennen. Aber sie heißt nicht Harmonie. Sind relativ ähnliche Namen vom Klang her. Melodie und Harmonie. Jetzt aus der Musik. Gib mir gleich dieses Lachsei. Ist Lachsei überhaupt eine Sache? Vielleicht ist das sowas wie falsche Hase. Das ist wirklich nicht wirklich ein Ei. Aber Leute nennen das so. So, ich habe endlich eine Technik für den Frosch gefunden. Die Froschtechnik, könnte man sagen. Ach, das war so dämlich. So, ist da oben irgendwas? Wieso bin ich hier nicht lang gegangen?
okay, deshalb bin ich hier nicht lang gegangen. Gib mir diesen Tintenfischi! Yay! Schwabbi, schwabbi, schwabbi! Okay, jetzt sind wir quasi beim Hund, aber den lösen wir erst beim nächsten Mal ein. Eventuell finden wir aber hier eine schöne Statue. Aber andererseits, die haben nicht gebuddelt, die haben nur gehämmert. Ich gehe einfach mal davon aus, dadurch, dass es keine, dass es kein Signal gab, gehe ich mal davon aus, dass hier nichts ist, aber hier ist was. Hier ist definitiv was. Beben! Mit euch. Wieso ist hier nichts? Verstehe ich nicht. Das hat mich schon damals verwirrt. Manchmal kommt einfach nichts. Aber hier ist was mit Säpel. Let's go. Gib mir deine Items. Das ist nur Geld. Damit kann ich leben. Da oben ist so eine kleine Höhle. Vielleicht ist da was drin, was ich holen kann. Und hier kann ich was mit Vera machen. Ah, kann ich noch nicht machen. Da fehlt mir eine Fähigkeit. Mach das Wasser frisch. Froschi. Also arbeiten wir uns einmal komplett rüber. Und mal gucken, was uns dort erwartet. Dann gehen wir nochmal final einkaufen, würde ich sagen. Und beim nächsten Mal gehen wir die Sachen ab. Drill! Was ist eigentlich da oben? Spin! Ey, das ist auch so schnell hier durchzukullern einfach. Was ist eigentlich, wenn ich mal versuche? Oh nein, das ist die Stelle. Nee, da will ich nicht lang. Aber ich muss da lang, verdammt. Das ist ja eklig. Ich komme hier nicht mehr zurück, so. Sandy, ich schaffe es da durchzukrabbeln, ohne getroffen zu werden. Okay, ich hab's geschafft. Das war einfach. Dann, was erwartet mich hier links oben? Und hier kann ich ein Pflänzchen was geben. Sicher, dass ich das schon gemacht habe? Voll rein ins Tod. In den Tod, ins Verderben. Ah, hier gibt es Wasser. Wo uns das wohl hinführt? In einen neuen Bereich. Aber ich komme wieder komplett vom Weg ab hier. Irgendwas sagt mir, dass wir gleich wieder Pac-Man spielen dürfen. Ich meine mich daran, was zu erinnern. Okay, es ist nicht direkt Pac-Man, aber was ist hier rechts? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir schon wieder die eine Fähigkeit brauchen, ist ja relativ gering. Okay, es ist einfach nur Zappel. Jetzt kommt diese Runde und nächste Woche kommt der große Cleaner. Dann holen wir so viel, wie wir kriegen können. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Oder darüber. So, wenn ich jetzt hier rechts den Gang wieder mit zurücknehme. Dann kann ich hier. Warte, hier ist ein Pflänzchen. Weg mit dem Schwabbel. Nee, ist nur große Magie. Okay.
war mir irgendwie auch der Meinung, dass es hier nichts Großes sein kann. Aber da unten rechts in der Ecke, da fehlt ja noch einiges. Wieder die. So. Elektrizität. Da oben. Einmal, was kriegt man hierfür? Eine Herzlinie auf jeden Fall. Und das wieder eine Grotte. Oha, eine Schildkröte macht ja richtig viel Schaden. Muss man öfter benutzen. Wie viel Schaden die einfach macht. Sollte ich häufiger offensiv einsetzen. So, hier runter. Dann irgendwie einen Screen nach rechts und dann ist da wieder so eine Höhle. Oder zwei Screens nach rechts in dem Fall. Und hier ist auf jeden Fall wieder was zum Buddeln. Kriegen wir noch ein Nugget? Ah! Oh, mit Teufelsflügeln, wie cool. Gott, diese Statuen sind so schön. Einmal Magic bitte. Und einmal in den Abgrund schießen. Habe ich doch gerne gemacht. Seid ihr auch ready to go? Spark, Spark. Zack, und rüber. Ein weiterer Tintenfischi für uns. Jetzt gab was Ekliges aufgefallen und ich weiß nicht, ob ich darüber reden soll. Oder was heißt aufgefallen? Ich habe mich gerade an was erinnert. Letztens, ich war ja gestern Abend in der Badewanne und dann habe ich aus Versehen beim Fußnägelschneiden einen meiner Nägel quasi so halb abgerissen. Und dann war ich so im Überlegen, soll ich den jetzt ganz abmachen oder soll ich ihn dran lassen? Also habe ich ihn einfach mit einem Pflaster festgeklebt. Und hoffe einfach, dass entweder der Nagel nachwächst einigermaßen oder dass zumindest nichts weiter damit passiert. Sorry, falls das ein unangenehmes Thema für euch ist. So, hier kann man nochmal runter. Ah, okay, nochmal Päckchen. Mehr Geld, let's go! Wee. Es ist wie dieses eine Minispiel in WarioWare. Der nur 8 Fußnägel hat. Okay, was hast du mit deinen Fußnägeln gemacht? Oder ist das natürlich? Ich kann gerade beim kleinen Zeh verstehen, wenn man da keine Haut irgendwie so hat, also keinen Nagel. Weil halt. Der ist halt winzig so. Ich war nie existent, ja eben. So war das halt auch gemein. Und so, einmal schön den Erdbebenplatz, aber wieso kriege ich einen Punkt, um hinzukommen? Das verstehe ich nicht. Oder ist das etwa die alte Karte, über die alle reden? So, was ist hier oben? Das ist eine Menge Geld. Okay, hier ist ein Knopf. Hallo, kann ich mit dir reden? Hilfe, ich habe anscheinend eine Art Sicherheitsgerät ausgelöst und stecke fest. Bleib, wo du bist, ich hol dich da raus. Okay, anscheinend ist hier noch eine Quest. Und wir brauchen schon wieder Magic. Also wir sind jetzt eigentlich schon fast bei der magischen Marke, aber ich lege einfach ein bisschen was drauf. Sehr unangenehm. Okay. Hat er doch einigermaßen funktioniert. Stirb, Fledermaus, auch wenn du fliegst. Ich will, dass du stirbst.
Siehst du? Sie ist gestorben. Wie viel Zeug ist hier? Einfach. Höher und höher und höher. Magic, 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 Shit! Seherin. Funkel, Funkel, Funkel. Hier hatte ich im Original Playthrough derbe Probleme. Gibt nur Geld. Komisch. Hey, ich hab dich gefunden. Hilf, ich hab, ich stecke fest. Na gut, dann drücke ich jetzt diesen Knopf. Ist der Typ ein Idiot? Ey, du bist jetzt sicher? Oh, Gott sei Dank. Ich kam nicht darauf, diesen Knopf zu drücken. Ich folge einer Seta mit einem Gimmesser, die mich in diesen Raum führte. Scheint von dieser kleinen Öffnung in der Wand zu kommen. Mit diesem richtigen Werkzeug könnte ich von hier aus Energie absaugen. Komm zu mir, wenn du die Hilfe meines wissenschaftlichen Verstandes brauchst. Verstands. Ja, dann red doch mit mir. Du die Hilfe meines wissenschaftlichen Verstandes brauchst. Okay, vielleicht wird der nochmal wichtig am Ende des Spiels. Aber bis dahin würde ich sagen, wir sind für heute durch. Ich suche jetzt noch den nächsten Ausgang. Da oben. Und dann speichern wir. Haben wir wieder mal eine Menge geschafft. Eventuell nächster Stream sogar der letzte. Na, wobei, glaube ich, der letzte noch nicht. Der allerletzte noch nicht. Ah, vielleicht doch. Mal schauen. Das allerletzte Ende ist nicht so lang. Bleibt einfach gespannt, okay? Oh, und ich kann mal Sachen erscheinen lassen. Let's go. Fällt dir was vom Himmel oder was? Da ist einfach noch eine Statue. Nehme ich gerne an mich. Vielleicht ist ja auch noch ja, hier ist auch was. Oh mein Gott, kann ich hier alles kaputt machen? Ich hoffe nicht. Bitte mach nicht alles kaputt. Das wäre super gemein. Das machen die nicht. Okay, es regnet Geld. Das ist in Ordnung. Wie klar, der hat das Ersparte von Squid Baron. Hier wahrscheinlich das gleiche, nur hier ist nichts. Und wo geht's ungefähr raus? Da oben ist zumindest ein Raum, wo wir noch nicht waren. Zack. Na warte, geht's das mit Buddeln? Gibt's uns eine schöne Statue? Moment mal, hätte selbst den Knopf drücken können. Ja, das dachte ich mir auch. Deshalb kam mir das so dämlich vor. Ah, das war der Raum. Genau, hier brauchen wir... Oh, bitte. Ach Mann, lass mich doch da durch. Yeah, geht doch. Und hier ist auch gar nicht so viel. Komisch, dass es hier absolut keine Hinweise gibt. Ah, okay, immerhin. Nugget. Zum Nugget sage ich nicht nein, das ist der letzte Nugget für heute. Wir haben eine Menge Zeug gefunden. Muss hier nur noch irgendwie lebend raus. So, geht doch. Und dann nach oben, weg hier. Ich sagte, weg hier. Ich sagte, weg hier. Schwimmen, kleines Fröschchen, schwimmen. Da will ich jetzt noch einen. Kann ich hier noch was machen? Haben sie schon wieder gebuddelt. Komm schon. Lass mich jetzt nicht hängen.
Schade, aber hier ist auf jeden Fall noch ein weiterer Eingang. Da können wir noch nichts machen, okay. Sie hat ausgezahlt. Weil sie hat nicht komplett ausgezahlt, ne? Nee, einmal können wir noch verkloppen hier. Ich mach einfach mal den hier. Bonk. Komm schon. Okay, dann nicht. Sehr schade. Das ist der nächste Speicherpunkt. Ah, ist nicht weit. Oh mein Gott, könnte es sein? Ist es etwa der legendäre, der einzigartige, der unvergleichliche Speicherpunkt an der Insel West? Oder was, Insel Ost? Oh nein, wartet, das Insel Ost. Naja, egal. Und hier werde ich den Stream dann auch beenden.